Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Valheim. Und heute werden wir mal ein bisschen hier unten, also hier in unserer Bude bleiben und hier ein paar Sachen machen. Ich habe mir wieder einmal eine Liste gemacht mit kleinen Dingen, die zu erledigen sind. Und da nehmen wir uns natürlich die einfachsten Sachen zuerst vor. Ich repariere mal kurz den Shit hier. Geh nach oben in unsere Rüstkammer, weil jemand hatte geschrieben, warum nimmst du denn nicht die besseren Äxte? Und da denke ich mir, touché. Schon klar, wir haben die hier, die ist sozusagen das beste Werkzeug. Aber es gibt ja jetzt die Berserker-Äxte. Berserkier-Äxte. Oh, die sehen auch so geil aus, wie er die hält, ne? Wirklich wie so ein Berserker, voll geil. Aber ich wollte mal gucken, wo haben wir denn hier? Hier, Schlitzenschaden, 115. Und der müsste dann... Ja, der macht jetzt schon mehr. Das heißt, dass der auch mehr Schaden an Bäumen macht, richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube, der Schlitzenschaden ist auch der Baumschaden. Deswegen werden wir die mal tauschen. Halt! Aber die müssen wir natürlich dort anbringen, wo sie hingehört. Und das ist hier. Und wir hatten für die Werkzeuge ja hier hinten... Ach ja, na klar, da sind die zwei Schilde im Weg. Na komm, lass mich vorbei. So, hier nämlich... Da kommt ja eigentlich die Spitzhacke hin. Da gibt es auch keine bessere. Das heißt, wir behalten die. Aber hier kann die Axt dran. Zack. Und dann haben wir neue Äxte. Damit kann man ja auch Bäume fällen. Und die können wir außerdem noch upgraden. Und zwar zu diesen Iolit-Dingens. Weil dann wird das ja eine mit Blitzschaden. Aber eins nach dem anderen. Erstmal mache ich das hier weg. Entschuldigung. Und... Ja, das war's. Ach ja. Eine andere Sache, das hatte ich auch noch gesehen, war, dass die, dass wir hier bei Ask, bei der Ask-Rüstung, da, warum haben wir den denn da dran gemacht? das fiel mir auch in der Aufnahme auf. Kein Plan, was das da sollte. Ich glaube, da habe ich mich verklickt oder so und hier genauso. Ach so, weil ich dachte, dass bei Ask noch Schilde rankommen. Nö, kommen sie nicht. So, perfekt. Sehr gut. Ja, die Klamotten liegen jetzt unten, ne? Hm. Naja, gut. Ich könnte vielleicht eine Kiste fertig machen, wenn wir sterben. Aber ich lasse das mal bleiben. So, das haben wir auch. Die Schildhalterung weg. Und dann haben wir noch was anderes Kleines. Das hatte ich hier unten gesehen, als wir diese Kiste gebaut haben. Auch das geht sehr schnell. Und zwar das hier ist falsch rumgedreht. Weg damit. Und... So rumgedreht. Und hier dran. So, nee, der untere bitte. Muss schon da drunter sein, damit der verschwindet. Der verschwindet nicht, ne? Doch. Ah, nee, da. Da ragt er raus. Dann will ich das nicht. Weg damit. Und dann machen wir lieber manuell. So. So. Ja, das geht. Und dann den Kleinen nochmal weg. Und hier ebenfalls dran gebappt. Oh, hier ist eine Lücke. Nein! Nochmal. So, da haben wir auch ungefähr die Abmessung. Also so. Geht das oder ragt das raus? Das ragt schon wieder raus, ne? Hm. Achso. Na gut, dann muss ich, glaube ich, noch ein Stück runter. Also machen wir so. So, das geht. Na also. Und den Kleinen hier dran. So. Gut. Und das haben wir auch. Das fiel mir ebenfalls noch auf. Dann außerdem to farm. Müssen wir hier Kupfer, können wir streichen. Aber was fehlt ist WGB. Ja, da habe ich zu viele Leerzeichen drin. WB, so. Und dann haben wir das ebenfalls. So. Dann noch eine kleine Sache hier. Weil wir haben ja hier das Schild und das Schild. Aber auch die würde ich ganz gerne so anbringen, dass sie schweben. Und dafür nehmen wir mal die Barrenschrift. Da gehe ich mal kurz rüber. Beziehungsweise runter. Ach ja, die haben wir auch die haben wir auch geschmolzen, ne? Die schmeiße ich mal hier rein. Halt hier. So, rein damit. Und dann mache ich mal hier kopieren.
Ah, ich muss den Text sowieso neu machen, ne? Was müsste ich wieder so komisch abzählen? Hm. Naja, gut. Und außerdem habe ich keine Ahnung, wo ich die Schilder platzieren muss. Schilde ist ja auch nochmal so ein Punkt, der steht auch noch auf meiner To-Do-Liste, aber das kommt später. Ach, hier habe ich sogar so ein Holzding drin gemacht. Oh. Oh oh. Das hält ja gar nicht. Ja, gut. Aber ist sowieso egal, weil ich würde das weiter vorne hinschieben. Hier so. Das heißt, ich muss den hier kurz wegmachen, ne? Huch, was habe ich denn hier gemacht? Ist sowieso falsch. Ja, wenn ich den jetzt wegreiße, könnte es sein, dass die Kiste... Ist hier gerade was eingekracht? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Wenn ich den wegmache, hält die Kiste dann? Ich habe Angst. Ja, sie ist noch blau, weil sie da berührt, ne? Oh ja, Gott sei Dank. So, dann hier den Kleinen mache ich auch nochmal weg. Und dann können wir nämlich sehen, wo wir das platzieren müssen. Ich gehe nochmal nach unten. Ist jetzt sehr friemelig, das zu bauen. Und ich baue die auch mal nacheinander. Halt. Auf die Kiste drauf. Und so. Ich mache erstmal so ein Brett gegen. Ah ne, stimmt. Das geht ja gar nicht. Ah doch, so ginge. So. Ist das richtig gedreht? Ja, ne? Dann mache ich mal hier... Möbel, Schild, mittig. Da sieht man die Nieten, die rausragen. Die müssen also... Das müsste also ungefähr so sein. Stück nach hinten vielleicht. Stimmt, ich könnte es auch über der Truhe schweben lassen. Das ist sogar geiler, ne? Mache ich so. Und dann füge ich mal ein. 1, 2, halt, nach ganz unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warte mal, wir sind 5. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Und N, E, R, R, A, B. Und wir nennen es Essen. Ja, Essen. Nein! Bessen! Ich habe mich verzählt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ist richtig, ne? Ich glaube ja, ich guck mal kurz. Und ich schaue auch mal, wie hoch das ist oder ob das noch höher muss. Es ist zu hoch. Und das Leerzeichen kann weg. Kann ich das von hier unten aus erreichen? Das wäre super. Bitte ja. Ah ja, ich kann das Brett hier wieder entfernen, glaube ich. Ja, ne, da fällt das Brett ab, ne? Schild ab. Verdammt! Ich habe jetzt keinen Bock, immer wieder runter zu rennen. Da komme ich aber nicht drum rum, glaube ich. Oder kann ich hier durchgreifen, zufällig? Komm schon! Wenn ich hier X drücke... Ja, es geht! So! Und dann nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essen. Hat nichts gebracht, ne? Der hat das genauso gemacht wie vorher. Ja, jetzt ist es nämlich doch tatsächlich nervig. Ah, ich kann es auch so erreichen. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hat nichts geändert. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein! Och Mann! Das nervt. Huch! Oh, jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Ich frage mich, ob ihr das gehört habt. Keine Ahnung. Plus D? Ja, komm. Geh durch. Ach, willst du doch nicht, ja? Stinke ich etwa? Okay. Ja, toll. Dann muss ich das nochmal machen. Es tut mir leid. Ich könnte das natürlich auch vorspulen, weil das nicht sonderlich spannend, ne? Ja, ich mach das. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich habe das jetzt mal hier so verschoben, ne? Die sind jetzt hier so mittig drüber. Ja, der ist jetzt zum Beispiel, ne, wenn man das so sieht, der ist jetzt sozusagen bei der Kante und der hier ein
Ja, doch. Die sind schon ziemlich genau gleich. Ja, doch. Finde ich gar nicht schlecht. Und die Garderobe habe ich ebenfalls nochmal geändert. Da muss ich natürlich die Schrift ein bisschen ändern, aber besser so, ne? Vor allem bei der Garderobe konnte ich das Schild auch darunter platzieren, weil hier eine Doppelschicht ist, damit dieser Rauch, der von unserem Herd kommt, hier nicht gegengeht und die ganze Zeit diesen komischen Effekt hat. Deswegen habe ich hier eine doppelte Schicht reingemacht, ne? Also nicht, ob ihr euch erinnert, da sieht man's. Gut. Aber es ist mittlerweile Nacht geworden. Das heißt, wir schmeißen uns mal fix in eine Profe. Ich gönne mir mal die Ausdauernahrung. Und dann können wir uns nämlich dem nächsten Projekt widmen. Denn auch da habe ich seit Ewigkeiten schon Bock drauf. Aber vorerst würde ich sagen, gute Nacht! Guten Morgen! Und dann gehen wir noch mal kurz in den Keller. Denn ich habe noch ein anderes To-Do gesehen, was sehr, sehr schnell geht. Und das bezieht sich auf die Metfässer. Weil ich habe immer noch keine Ahnung, warum die nicht im gleichen Takt sind. Weil ich meine eigentlich auch, dass wir die am gleichen Ort dort platziert hatten. Aber der fermentiert noch und der auch. Okay, weil dann hätte ich die jetzt umgestellt. Aber wenn die noch nicht fertig sind, dann nicht. Gut, dann können wir hier nochmal nach den Stoffen sehen. Da ist auch noch die Hälfte drin. Ich glaube aber, allmählich können wir auch die Produktion einstellen. Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Ja. Doch. Ich glaube, wir können das dann allmählich mal wieder sein lassen. Holz weg. Edelholz weg. Und natürlich die Nägel hier, Metallteile. So. Und jetzt kümmern wir uns um ein großes Bauprojekt. Das habe ich aber auch schon länger angekündigt. Und zwar das, was wir hier haben. Machen wir jetzt auf jeder Ebene. Und dafür dachte ich mir, wir stellen das einfach mal hier so in die Mitte. So. Dann mache ich mal 5. Guck nach oben und breche das weg. Das wäre der und der. Und dann gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Und das gleiche mache ich auch nochmal hier. Weil ich habe das Gefühl, das wird gar nicht so gut funktionieren. Ja, da sind immerhin keine Konstruktionen im Weg. Wer weiß. Mal gucken. Aber es ist ja auch der Portalraum, ne? Also. Doch, die Treppe endet da, ne? Oh, ich glaube, es passt genau. Im Portalraum immerhin. Bei der Rüstkammer wird es, glaube ich, schwieriger. Aber mal gucken. Mal gucken. Wir machen das jetzt einfach Stück für Stück und passen das immer entsprechend an. Ich reiße das mal so auf und dann gucken wir mal, wie das oben aussieht. Ja, weil diesen Rahmen müssen wir rausziehen. Keine Sorge, das wird nicht einkrachen, weil wir haben ja nicht nur die Stütze in der Mitte, sondern hier auch einen Außenring. Das müsste also eigentlich alles halten. Oder? Habe ich hier schon einen Ring gebaut? Ich glaube ja. Nee, habe ich nicht. Ich glaube, wir können es trotzdem wegreißen. Ich mache einfach. So. Ja, voll geil. Das geht dann genau bis vor die Treppe. Ja. Als wäre es geplant. Das ist ja unfassbar. So. Vorsichtig, dass ich da nicht eine Kiste abreiße. Das war knapp da. Hätte ich fast die Kiste abgerissen. So. Ja, die Portale hier sind jetzt natürlich ein bisschen am Nerven, aber was soll's. So, das hier weg und so. Und außerdem kann ich die Kante hier auch schon jeweils wegnehmen. Das mache ich auch. Dann machen wir es gleich in Schnellformat, ne? Wir müssen ja diesmal nicht rumprobieren und hast du nicht gesehen. Wir wissen ja, wie wir es bauen werden. Und da könnte ich die Holzkonstruktion schon mal machen. Ich sammle mal das Holz hier unten ein. So. Könnte sogar sein, dass wir davon überladen sind. Ich hoffe nicht. Und ich habe mir auch nach einer günstigsten, also eine günstigste günstigere Alternative für diese Ränder hier gesucht. Weil ich glaube, das Aschenholz wird auf Biegen und Brechen nicht reichen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Zuerst einmal mache ich mal. Der ist nicht richtig. Ich muss den erst den inneren machen. So. Und bei der Kante so. Nee. Ah, nee, muss ich nicht. Einer reicht. Und da ist es auch egal, wie er gedreht ist. Ich kann auch so machen. So. Hier. Der hier. Und der. So. Oder mache ich die danach? Ich mache die danach, ne?
Nee, gar nicht. Ich mach die schon jetzt. Ja, hier kann ich das schon machen. Oder? Ich baue einfach mal. So. Ich mache das dann immer gleich in Massenproduktion. So. Und bei der auch. Zack. Warum ist denn das hier so laggy? Ach, weil es neblig ist, ne? Glaube ich. Oh Mann. Naja, gut. So, und dann kann ich hier doch gegen so machen. Überlappt nicht, sehr gut. Und bevor ich die Kleinen da auch dran mache, mache ich erstmal die hier zu Ende. Also. Hier. So. Und hier. Und da überlege ich gerade, das hätten wir sogar nicht nur in dieser Etage machen können, sondern wir hätten das bei allen Etagen eigentlich gleich vorbereiten können. Das wäre noch schneller gegangen. Aber mal gucken. Vor allem will ich gerne wissen, wie viel Holz das hier verbraucht. So, der hier gehört natürlich ebenfalls noch dran. Dieses Überlappende da, das sieht man nachher, glaube ich, nicht. Und wenn doch, dann machen wir es weg. Ach ja, gedreht. So. Und hier hier gedreht. So. Nein, der ragt drüber, das ist falsch. Der hat sich an dem angebappt. Den kann ich also entfernen, der soll sich jetzt... Da, das ist richtig. So. Und nochmal so, der hier. Gut, da können wir den wegmachen. Den wegmachen. Diesen hier. Und den habe ich schon. So, die Kante haben wir schon mal. Die Außenkante muss ich, glaube ich, machen, wenn wir das Ascheholz haben. Und das hole ich mal jetzt. Ja, vielleicht nehme ich das erstmal nochmal mit, wer weiß. Und Ascheholz nehme ich mal 2 Stacks mit, um zu gucken, ob das für eine Etage reicht. Ich glaube aber niemals. Ich wette, das kostet pro Etage ungefähr 4 oder 3. Keine Ahnung. Mal schauen. So. Und dann machen wir mal hier gegen. Hier ist die Mitte, die muss überlappen. So und so. Und hier dran. Das mache ich jetzt erstmal überall da. So. Überlappen. So. Und hier dran. Ja, sehr gut. Und da nochmal. Und so. Und natürlich noch hier. So. Zack. Überlappend und nebeneinander. Hervorragend. Ja, soll ich den erstmal nochmal wegmachen? Der ist im Weg, ne? Oder? Bin mir nicht sicher. Aber den muss ich sowieso auch noch. Warte mal, wie habe ich das denn unten gemacht? Ah, da wurde es dann wuselig, ne? Ich habe an diese Ecke da und gedreht. So gemacht. Ja. Und an diese Ecke so gemacht. Ja. Genau. Dann habe ich nämlich die richtige Dicke. Und wie habe ich das hier gemacht? Ach so, einfach hier weitergebaut. So. Und hier auch. Ach, auf der Seite meine ich. So. Dann können wir... Ach ja, so war das. Auf der Höhe muss jetzt so rein. Zack. Und auf der... Nee, nicht da. Moment, ich mach mal kurz auf Auto. Bei der Ecke muss er anwappen. So. Ja. Sehr gut. Dann hätten wir hier den Übergang schon mal durch. Ja, das sieht immer ein bisschen komisch aus. Aber so sei es. Vor allem, dass es so zittert, finde ich schade. Aber immerhin können wir durchgucken. Voll geil. So, und das müssen wir jetzt bei jeder Ecke machen. Also, erstmal kann ich diese Verlängerung hier jeweils ranbauen, so. Und ja, nee, der ist falsch. Ich muss schon im Muster sein. So, ja. Dann da dran. Hier dran. Oh, und kein Ascheholz mehr. Boah, das meine ich. Jetzt schon kein Ascheholz mehr. Oh Mann. Ja, da werde ich nochmal einen Bergkönig anmachen müssen, ne?
Ich nehme mal halt immer volle Stacks raus. Wir haben jetzt den dritten Stack schon rausgenommen. Oha, und wir haben noch nicht mal die Kanten gemacht. Und das meine ich, dass wir die Kanten aus was anderem machen, zum Beispiel Holz und Teer nehmen. Das könnte ich machen. Vor allem haben wir jetzt, wir müssen es sich nochmal abmessen. Also nochmal nach unten senken, weil wir haben ja jetzt, ich kann ja den abreißen und hier dran bappen, ne? Das wäre deutlich, also es ist nicht so aufwendig, das jetzt alles nochmal neu zu bauen, weil wir es jetzt schon gebaut haben. Aber das ist halt wertvolles Ascheholz. Ich weiß, das sieht zwar geil aus, es ist aber auch wirklich teuer. Weil Ascheholz ist natürlich entsprechend wertvoll. So, aber ich mach mal hier weiter. Eins nach dem anderen. So. Also, stimmt, wir könnten ja einfach Edelholzbalken nehmen. Ich glaube, das mache ich auch. Einfach, weil es günstiger ist. So, hätten wir das? Dann an den hier. So. Dann Ecke 2 an den hier. Warte mal, das kann ich ja doch immer so übernehmen. An den, nicht an den. Der ist zu weit unten. So, und... Ach ja, stimmt, die sind ja sowieso punktsymmetrisch. Da muss ich ja nicht immer durchswitchen. Ich kann ja einfach die Ecke ändern. Der hier. So. Der hier. So. Sehr gut. Und dann hätten wir das. Das müssen wir auf der anderen gegenüberliegenden Seite ebenfalls nochmal machen. Ja, die Bretter hier waren Fail. Habe ich mir gedacht, ich nehme ja Arbeit ab, aber das hat dann doch nichts gebracht. So, an dem Brett. So gedreht. Das weg. Dann an dem Brett. So. An dem hier. An dem können wir uns auch orientieren. Das ist ja auch die richtige Höhe. Schon wieder kein Ascheholz mehr. Boah, shit. Ja, nee, Alter. Das wird ein sauteures Unterfangen. Wir haben jetzt schon den vierten Stack genommen. Das meine ich. Aber wir haben hier das Grundgerüst gleich fertig. Aber alleine das hat schon so viel gekostet. Vor allem, dass wir hier für diesen kleinen Fleck einen ganzen bauen müssen. Das ist so schade, ne? Aber gut. Dafür sieht's Hammer aus. Das hier weg. Und hier dran. An der Treppe oder am Brett ist, glaube ich, egal, weil die am gleichen Raster sind. Ach stimmt, an dem kann ich ja. So und so. Und dann hätten wir das. Und ich bin ganz ehrlich, dann probieren wir mal ein anderes Holz. Ne? Wir haben jetzt für, nur für diesen Ring. Was war das? 3 Stacks und 10. Die mache ich mir mal, damit ich mir das merke. 3 Stacks. Halt. So. 3 Stacks. Und 10. So viel brauchen wir für eine Etage. Naja, gut. Maria war so freundlich, mir ein paar Bilder zu schicken. Und sie hat direkt mal verglichen, wie diese Sachen miteinander aussehen. Sie hat sich die Mühe gemacht, diesen Parkett zu bauen. Hat das mit den schwarzen Brettern gemacht, das sah am besten aus. Hat dann auch gesagt, dass das allerdings mit den Edelholzbalken, weil sie diese Verzierung haben, ein bisschen komisch aussieht, weil die so halb im Boden ist. Ne? Also, sie ist ja nicht halb so, sondern sie ist ja noch ein Stück runter. Ne? Und das sieht dann ein bisschen seltsam aus. Aber das sieht auf jeden Fall besser aus als normales Holz. Erstens. Und zweitens kostet es nur Teer in Anführungsstrichen. Und davon haben wir so viel, dass ich glaube, wir nehmen doch Edelholzbalken. Ich hoffe, du verzeihst es mir, Maria. Vielen Dank für die Bilder übrigens. Die haben mir sehr geholfen. Da muss ich nicht selber rumexperimentieren. Ja, aber das geht, ne? Ich finde, das geht. Ja. Oh, wir haben ja gar keine halben. Das ist ein weiterer Nachteil. Egal. Ist egal. Es lohnt sich, glaube ich, trotzdem, ne? Halt. Ja, jetzt fängt es schon an, friemelig zu werden. Na super. Ich möchte gerne an dem anbappen. Und an dem hier. So. So könnte ich immer machen, ne? Ich reiß ab.
drehe an den, der angebappt ist, weil es gibt immer einen Nachbarn im gleichen Raster. Hier nicht, oder? Hier müsste ich an dem anbappen. Ich guck mal, wie das aussieht. Sehr gut. Dann sind die sogar unterschiedlich hoch. Und überlappen. Ja, das ist jetzt nicht so hübsch, ne? Warte mal. Dann lass mich doch einen anderen anbappen. Auto. Nee. Ich mach mal Ende 1 und guck mal. Ja, jetzt ist es auch hier am Überlappen. Na super. So. Und dann nehme ich mal das andere Ende. Wenn er mal 180 Grad gedreht ist, ändert nichts, ne? Doch. Sieht besser aus. Ja, dann lasse ich das so. Gut. Ich mach mal hier den weg. Und so dran. Ja, hier mit den halben, das ist natürlich doof jetzt. Aber gut. Hier ging. Und so. Ja, ja, Hauptsache die Übergänge sehen gut aus. Aber das passt. Weil dann kriegen wir nämlich sehr viel Ascheholz wieder raus. Und da hoffe ich einfach mal, dass es dann besser passt. So. Weil dann können wir, glaube ich, kommen wir deutlich weiter mit unserer Parkettaktion. Stimmt, ich sollte vielleicht mal testen, ob man da jetzt rüberlaufen kann. Kann man aber, ne? Hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, aber ich verstehe auch, ne? Da sieht man, was Maria meinte mit dem, dass das so verloren geht. Hat aber irgendwie auch was. Fällt mir gerade auf. Weil es, wir haben ja hier in dieser Verzierung auch so Kurven und Runden. Und irgendwie synergiert das damit, ne? Also schon, das stimmt. Maria hat schon recht, dass sie sieht geiler aus. Vor allem auch, weil es so schön glatt ist und so eckiger. Aber das ist ein geringes Übel, würde ich mal sagen. Ich finde es trotzdem hübsch. So. Und so. So. Ja, ich mache das hier ein bisschen unkoordiniert. Ja, wir haben bei beiden Seiten Anknüpfpunkte, dann mache ich mal. So. Und so. Stimmt, ich kann, glaube ich, auf Auto lassen. Ah, nee, bei so vielen Anknüpfpunkten nicht, ne? Ja, da sieht man's. Ich sollte schon switchen, Ende 1 oder Ende 2. So. Ja, ich habe schon gedacht, dass es schneller geht, aber gemessen daran, wie viel Zeit wir dafür bräuchten, wenn ich das jetzt nochmal alles neu abmessen muss, ist das schon schneller. So, aber was soll's. Haben wir mal wieder ein paar Baufolgen, ne? Wir waren jetzt so viele in den Aschelanden. Und da dachte ich mir, kann das ja nicht schaden. So, und ich glaube auch, wenn es wieder Nacht wird, gehen wir wieder auf Asquin-Jagd. Auch da habe ich Bock drauf. Denn das steht noch an. Dringendst. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Aber wir hören einfach auf die Musik. Ja, ist okay. Ist okay. Wenn das jetzt hier überlappt, dann passt schon. So. Am liebsten will ich das einfach reinbauen und dann kann ich auswählen, nur Ascheholz abreißen und klicke hier einfach tak, 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 tak. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre irgendwie cool. Aber ich beschwere mich nicht. Die Bauoptionen in diesem Spiel sind schon echt der Hammer. Ich meine, guckt euch unsere Base an. Sind wir mal ehrlich. Halt hier ein halber. So. Da muss ich wieder drehen. Sind wir genau überladen, sodass ich immer, wenn ich baue, aufsammle? Ja. Faszinierend. Warte mal. Der bappt falsch an. Ich schmeiß mal hier hinten kurz Holz hin, damit wir im Blick haben, wie viel Ascheholz jetzt gesammelt wird. Oh, es gibt immer 4 zurück. Ich dachte nur 2, weil der Balken auch nur 2 kostet. Oh, wenn das so ist, kriegen wir ja massig Rohstoffe wieder. Dann ist das sehr gut, dass wir doch andere Rahmen nehmen. Da habe ich ja ganz anders geschätzt. Okay, okay. Gut. Ich bin ganz froh, dass wir das doch jetzt noch ändern. Vor allem, bevor wir das jetzt in Massenproduktion machen. Denn dann haben wir den Salat und dann, ja, hätte ich mal. Und dann muss ich alles wieder abreißen und so. Ich gar keinen Bock drauf. Halt, eine noch. Ja, das nervt doch immer ein bisschen, dass die Animation erstmal weggehen muss. Ich baue einfach mal schon.
Hier sollte ich drehen, damit ich, weil hier gibt es bestimmt wieder 1000 Anknüpfpunkte. Das weg. Und hier gegen. So. Da. Stimmt, der musste weiter runter. Den muss ich manuell machen. Oh, nee. warte. Wir haben doch hier einen Anknüpfpunkt. Ich versuche den mal zu treffen, wenn ich den da. Nee, nicht den. Plusti, ey. Warte mal, ich muss den, glaube ich, nochmal neu bauen. So. Ja, dann den weg. Und nochmal. So. Perfekt. Unser Hammer ist gerade kaputt gegangen. Dann können wir den wieder abreißen und den neu machen. So. Ja, sehr gut. Ne, damit die Viecher hier auch hochkommen. Dann den. Da muss ich wieder nacheinander abreißen. Also wenn ich den weggerissen habe, den erstmal hinbauen. Oh. Stimmt. Mit einem halben ist natürlich schwierig. Ich mach mal kurz. Ja, wenn ich dann einen halben reinmache, kann ich den nicht mehr erwischen. Deswegen mache ich mal so. So. Und so. Und dann bin ich einen halben nach da gegangen. Das ist vielleicht ein bisschen umständlich, aber was soll's. So. Dann Ende 1. Ende 2. So. Perfekt. Oh oh. Oh, die Ecke hier. Oh, 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 oh. Shit. Weil das sieht ja doof aus, ne? Wenn das jetzt dann plötzlich nicht Edelholz ist. Oder lasse ich es an der, nur an der Kante hier. Warte mal. Dann lasse ich es nur an der Kante doch aus Aschenholz. Nacht. Ja. Ich beeile mich, damit wir keine Zeit vertrödeln. Dann gehen wir sofort auf Aschwin Jagd. Askwin, nicht Aschwin. So, das Holz will ich mal kurz beiseite legen. Noch nicht in die Kiste räumen, damit wir sehen, wie viel Ausbeute wir bekommen. Außerdem, das und das kann weg. Dann ballern wir uns sämtlichen Food. Das hier und das. Tränke haben wir noch. Da können wir die Tränke nehmen, die uns einen Buff geben. Das hier und das. Sehr gut. Und dann gehen wir nach oben. Nehmen die hier. Rüsten sie aus in die... Die würde ich sagen, ne? Nehme ich Futter mit. Ja. Shit. Da hätte ich mich vorbereiten sollen. Ich beeile mich. Kräuter... Denn das Vieh ist ja tatsächlich ein Pflanzenfresser, auch wenn er eine Echse ist und so aussieht, als ob er uns immer aufessen will. Scheinbar nicht. Scheinbar frisst er Pflanzen. Gut. Ja, und dann ins Askwin-Jagdgebiet. Let's go.